Und damit ein Jojo, meine Taschen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video. Und letztlich war ich mal in der besten Liste unterwegs und bin da auf einen Spieler oder eine Spielerin gestoßen, welche in einem Clan war. Aber dieser Clan war irgendwie ganz, ganz seltsam, und zwar, weil dieser Clan irgendwie doch nicht da. Auf jeden Fall kommen wir gleich zu. Zuerst können wir noch eine kleine Liste öffnen. Wir sind Futter geworden und da kommt auch keine Legendary raus, okay? Vielleicht haben wir hier im Pass ja ein bisschen mehr Glück und wir können uns ja auch noch den ganz normalen, wie heißt der? Der Royal Pass. Beziehungsweise Pass Royal, den können wir uns mal kaufen. Das machen wir mal sofort. Zack, das lohnt sich auf jeden Fall. Und was sich auch lohnt, ist hier mal ein schönes Abonnement und ein Abo. What? Warte mal, habe ich gerade gesagt, ein Abonnement und ein Abo? Das ist doch das Gleiche. Aber ihr könnt ein Abo hier da lassen und auf meinem zweiten Kanal. Link ist in der Beschreibung. Da sollte bald auch wieder ein neues Video rauskommen. Link ist in der Beschreibung und hier auf dem i. Und ein Like kannst du auch gerne hier lassen. Denn I like gleich 1%, dass wir hier eine legendäre Karte ziehen. Und ich habe gesehen, das Video sollte schon so 20 Likes vielleicht haben. Deswegen 20% Chance auf eine legendäre Karte. Und diese 20% kommen genau jetzt gleich zum Einsatz, nachdem wir hier ein Universalbuch abholen können. Aber dafür müssen wir erstmal ein anderes einsetzen. Laber nicht. Wie geil ist das denn, bitteschön? Wir können hier auf einen Level 12 Elektromagier ein Universalbuch einsetzen. Und das heißt, der Elektromagier ist jetzt einfach mit einem fucking Buch Level 13. Beziehungsweise mir fehlt das Gold, aber wir haben ja noch eine magische Münze und die setzen wir jetzt auch noch ein. Und damit haben wir jetzt die zweite legendäre Karte auf Level 13, währenddessen wir die Mutterhexe immer noch kein einziges Mal gezogen haben. Aber geil, Leute. Oh mein Gott, mir fehlt jetzt nur noch in diesem Deck hier das Kampfholz. Und das Kampfholz ist ja eigentlich sowieso eine Karte, die man jetzt nicht unbedingt auf Level 13 braucht, weil Skelette tut sowieso One-Shotten. Aber eine Prince ist ja da nicht, deswegen wäre Level 12 vielleicht ganz ordentlich. Das Universalbuch setzen wir da aber nicht ein. Aber ich setze jetzt mal meinen Lucky Joker ein, und zwar macht dieser Lucky Joker, dass wir hier aus der nächsten Truhe eine legendäre Karte ziehen. Und hieraus kommt jetzt die Mutterhexe. Ich meinte in der nächsten Truhe, Freunde. Und wenn nicht aus dieser, dann bestimmt aus der nächsten. Hier ist dann noch der Tower Skin. Und jetzt bekommen wir hier eine legendäre Karte in 3, 2, 1. Ah, so ja, jetzt, nee, nichts. Vielleicht ja hier aus der Magietruhe Müllwerfer, dann die Kanone. Mindestens genauso schlecht. Und jetzt aber, nee, was sind das für Karten hier? Barbarenhütte, wer spielt so einen Scheiß? 3, 2, 1. Ah, Flugmaschine und 10-mal den Spiegel. Nice Truhe auf jeden Fall. Oh, das hatte ich noch gar nicht. Und zwar haben wir jetzt anscheinend die gewöhnlichen Joker hier aufgebraucht. Beziehungsweise wir können keine mehr ziehen. Deswegen setzen wir die einfach mal hier ein für die Lakai. Nee, wir setzen die mal ein hier für die Feuerwerkerin. Ist eigentlich eine ganz gute Karte. Die könnten wir jetzt, glaube ich, auf Level 13 bringen. Ja, genau, Feuerwerkerin ist schon Level 12, sehr nice. Und jetzt können wir hier weitermachen. Zeitraffer ab. Geiles Emote auf jeden Fall. Richtig cool. Und was auch richtig cool ist, ist diese magische Münze hier und die legendäre Karte, die wir jetzt hier endlich mal ziehen, bitteschön. Verdammte Kacke. Ich habe im letzten Battle war schon keine legendäre Karte gezogen. Und jetzt sieht gerade so aus, als ob wir hier wieder keine legendäre Karte rausziehen aus diesen ganzen verdammten Grundruhen. Das ist auch vorerst die letzte Grundruhe hier. Und hier raus kommt keine legendäre Karte. Was ist das denn? Ui, wie cool sah das denn bitte schon aus mit den Jokern? Oder das waren Tauschmarken. Dann holen wir doch hier mal ein paar Kronen. Jetzt wäre doch, oh mein Gott. Jetzt werden den Lightning nice. Lightning, Lightning, Lightning. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schmeckt das Laber nicht. Boah, ist das geil. Gibt leider nicht viele Dinge in meinem Leben, die geil sind. Was aber geil war, war dieses Kampfholz. Denn damit lebt meine Hexe immer noch. Und jetzt kommt hier was richtig Geiles. Und zwar dieser wunderschöne Push. Was machst du denn jetzt, mein Freund? Da musst du eigentlich irgendwas durchlassen. Jawohl, dieser Schaden. Oh mein Gott. Es ist so geil. Laber nicht. 1, 1, 1. 187. Ich habe ein scheiß Kampfholz gesetzt, der Arme. Ein scheiß Kampfholz und der Tower bei dem ist schon fast down. Clash Royale ist echt sehr dreckig. Aber jetzt müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen. Ja, easy, ne? Das war jetzt nicht besonders schwer. Und wir haben hier sogar noch einen Packer, der hier möglicherweise noch einen Hit am Tower bekommt. Jawohl, jawohl! Diese Lache. Hilfe, ich bin Monte. Boom, boom. Au. Das war ein Blitz. Das war ein Blitz. What the fuck? Warum lebt ihr noch? Bam. 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 Nee, oder?
Der muss sich so verarscht fühlen. Der Arme, wie unlucky. Zack, easy. Und das gibt doch bestimmt eine legendäre Truhe, eine Silbertruhe. Genau gleich gut eigentlich. Die Chance auf eine legendäre Karte ist hier dort auch gar nicht mal so gering. Wir öffnen hier nochmal ein paar Goldtruhchen. Truhchen, ganz seltsames Wort. Den Trophäenpfad haben wir auch noch. Oh mein Gott. Was ist für ein geiles Opening, bitteschön. Wir müssen hier wieder irgendwas einsetzen. Epische Joker kommen auf den... Nee, Babydrache, dann nehmen wir mal ein episches Buch irgendwann. Wir nehmen die für den Golem. Dann können wir die hier einsetzen. 7500 Gold. Und das war's auch schon. Also Trophäenfahrt ist echt nicht so krass. Was aber krass ist, ist diese Aufnahme hier von dem lieben Kalatz. Ich bin hier gerade auf einem Video, was ich mal aufgenommen habe. Aber dooferweise habe ich das Video aufgenommen. Und kaum wo ich es aufgenommen habe, war dann der 1000-Platzierte nicht mehr dieser Kalatz, sondern eben irgendwer anders. Und deswegen konnte ich diesen Kalatz nicht finden, außer eben hier auf diesem Video noch. Auf jeden Fall, das Interessante ist, dass wir hier sehen, dass der Kalatz hier keinen Clan unten hat. Alle anderen haben einen Clan-Namen und wenn kein Clan-Name da ist, steht hier eben kein Clan. Aber bei ihm steht da gar nichts. Heißt, er muss in einem Clan sein, weil sonst wird da stehen, dass er in keinem Clan ist. Aber dieser Clan hat einfach gar keinen Namen. Und dann bin ich auch auf diesen Clan gegangen und dieser Clan hatte null Pokale, keine Beschreibung. Da waren, glaube ich, 3 Mitglieder drin. War auf jeden Fall ein bisschen seltsam, kann ich euch leider nicht zeigen. Aber bevor ihr behauptet, dass ich das gefaked hätte, hier ist nämlich ein Video. Und zwar sehen wir hier ganz kurz... Oh nee, das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn man das hier so sieht, dann müsste man ganz gut erkennen, wenn das hier jetzt gleich hochgeht. Ja. Spielt einfach ganz langsam ab, dann seht ihr hier, dass es nicht gefaked ist. Weil ein Video faken ist ein bisschen schwierig. Da müsste man irgendwo irgendwas sehen eigentlich. Und was ich jetzt hier noch sehen will, ist eine legendäre Karte aus dieser Kronentruhe. Come on, bitte, bitte, bitte. Ich brauche die verdammte Mutterhexe. 3, 2, 1. Nichts, gar nichts. Damit würde ich dann sagen, ein Like gleich eine Mutterhexe für mich, damit ich die endlich mal irgendwann ziehe. Lasst doch gerne ein Abo für den Babo auf dem Zeitkanal da und haut rein. Ciao.